Zum Thema Erfolg zu sprechen ist eigentlich sehr leicht, kann es mir leicht machen. Jeder von euch weiß, was Erfolg ist. Das heißt, wenn man sich gut fühlt, dann ist man erfolgreich. Eigentlich. Und doch nicht. So ganz einfach kann man sich's nicht machen. Es hat offensichtlich verschiedene Aspekte, die wir diskutieren möchten. Und mit dieser halben Stunde möchte ich eigentlich diese Aspekte so antupfen und etwas zum Denken anregen. Als erstes müssten wir uns ja natürlich fragen, in Bezug auf was erfolgreich zu sein. Wir müssten eigentlich definieren, was unser Behandlungsziel ist. Ich werde dann zweitens die Indikationen für die Implantatzahnmedizin auch prinzipiell schnell anschauen und komme dann zu den Erfolgskriterien. Und schließlich werde ich schließen damit, dass wir eben die Chancen einer Behandlung abwägen sollten mit den Risiken. Und Sie sehen also, Erfolg ist nicht einfach, ob das Implantat hält. Das ist so ein kurzfristiger Erfolg und wie Sie sehen werden, ist das nicht mehr so viel Risiko dabei. Also was ist das Behandlungsziel, dem wir frönen sollten? Während mehreren Jahren haben wir in Bern darum herumgedoktert und kamen eigentlich zu einem sogenannten Mission Statement. Und das Mission Statement lautete, dass wir behandeln möchten und um unter gesunden Verhältnissen die Bedürfnisse des Patienten an Ästhetik und Funktion zu befriedigen und zu erhalten.